Weiter geht's mit dem vierten. Marcel Belledin spricht über das Projekt Open Air Cologne. Da geht es um Sensorinstallation zur Messung von Luftqualität, Visualisierung und Messen von Luftqualität in Köln. Eins. Hallo zusammen, mein Name ist Marcel. Ich bin von OKLab Köln und werde heute etwas über die Luftdaten für die Stadt, die wir in Köln sammeln, erzählen. Wir haben ein kleines Modul gebaut, das ist Open Hardware. Da ist ein kleiner Sensor drauf, der die Luftqualität untersuchen soll. Grundsätzlich ist das so, dass die Luft in Deutschland nicht so gut ist. Das ist eine relativ alte Untersuchung, die aber den Nagel auf den Punkt trifft. NO2 ist ein großes Thema, das in Deutschland gerade viele Städte betrifft. Viele haben es ja mitgekriegt, EU verklagt deutsche Städte, Gerichte müssen entscheiden, ob es jetzt Fahrverbote gibt. Und die Belastung ist jetzt nicht, also auch hauptsächlich für Radfahrer natürlich groß. Es sieht halt so aus, dass man hinter dem Auto herfährt und die ganzen Abgase abbekommt. Früher hat man sie noch gesehen, da gab es große Rauchwolken. Mittlerweile ist das so, dass man die nicht mehr sieht, aber im Winter kann man sogar Stickstoffdioxid riechen. Also es ist ein leicht chemischer Geruch, der dann aus dem Auto kommt. Also grundsätzlich ist es nicht nur für Fahrradfahrer schlimm, auch Autofahrer haben das Problem, dass es keine Filter gibt, die die Giftgase, Feinstaub und Stickstoffdioxid aus dem Auto fernhalten. Es gibt nur einen Autoproduzent, der so ein Gerät gebaut hat, dass der Autoinnenraum auch ungefährlich benutzt werden kann. Die Wissenschaft misst die Stickstoffdioxidwerte mit einem Spektroskop, was sehr teuer ist, und für uns war das viel zu teuer. Wegen dem haben wir uns gedacht, wir versuchen es vielleicht mal mit einer einfachen, günstigen Variante. Es ist ein Metalloxid-Sensor, der über eine Widerstandsänderung in einem Stromkreislauf Daten misst. Grundsätzlich werden solche Sensoren angewendet, um in einer definierten Umgebung den tatsächlichen Gehalt zu messen. In der freien Wildbahn ist es so, dass da alles Mögliche oxidiert, und wir haben jetzt das Problem, dass wir die Daten erst noch analysieren müssen. Also die Sensoren an sich brauchen eine gewisse Zeit, bis sie valide Daten liefern, also bis sie ein Niveau erreicht haben, wo sie Werte liefern. Und wie man hier sieht, habe ich mal ausprobiert, so eine leichte Ähnlichkeit ist zu erkennen in den Auf und Abs zu den offiziellen Stickstoffdioxidmessungen vom Lahnhof. Im Grunde machen wir zurzeit ein Modell, was eigentlich nicht ganz valide ist, weil wir nur die Widerstandswerte nehmen und da eine Linear Regression mit den offiziellen Lahnhof-Daten machen. Man sieht, da ist eine gewisse Korrelation da. Das sind drei verschiedene Farben für drei verschiedene Sensoren. Das heißt, man kann ein einfaches Modell generieren. Das grundsätzliche Problem ist aber, dass die Sensoren auch abhängig sind von der Inversionswetterlage, Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Hier sieht man die aktuellen Messpunkte, die wir in Köln haben. Wir versuchen jetzt, diese vielen Messpunkte zu nutzen, um mit ein bisschen mehr Gehirnschmalz und mathematischen Formeln valide Daten zu bekommen. Was wir an das Gerät auch anschließen können, ist ein Feinstaubmessgerät. Das ist von dem Stuttgarter OKLab. Das liefert valide Daten. Und spannend ist Feinstaub auch eigentlich für uns, weil wir hier auf der Karte Emittenten haben. Also wir haben Tagebau Garzweiler, wir haben Tagebau Hambach und Tagebau Inden, und wir haben viele kleine Kraftwerke. Das ist eine Animation von Wolfgang Schäfer aus Netzwerk Bergbaugeschädigte, und der hat mal aufgezeichnet, was passiert mit den ganzen Feinstaubpartikeln, die da entstehen. Und wenn die mit gewissen Himmelsrichtungen hier über
unser Gebiet fliegen, also Köln und Bonn, dann sieht man, dass da sehr viel Partikel über Köln und Bonn fliegen und das wollen wir messen. Und das ist die Karte von den Stuttgartern, die diesen Feinstaubpartikelmesser auch zur Verfügung stellen, an Interessierte verteilen, beziehungsweise man kann sich den kaufen. Da sieht man, dass da dieser rote Bereich, der in der Grafik angedeutet war, auch hier sich widerspiegelt in den Echtzeitdaten. Das sind die Daten von gestern und man sieht, okay, Köln und Bonn ist leicht erhöht. Ja, das war es eigentlich schon grundsätzlich zu dem ganzen Projekt. Wir haben dieses Gerät hier vom Land NRW finanziert bekommen, haben es an Personen verteilt und verteilen es noch immer. Das heißt, wenn grundsätzlich Leute Interesse haben, Stickstoffdioxidmessungen zu machen, am liebsten im Raum Köln, dann verteilen wir die. Wir sammeln jetzt noch die Daten und versuchen jetzt im Nachgang valide Werte zu bekommen. Man kann mit einem einfachen Modell, wie gesagt, Landhof-Werte nachbilden, aber es wäre halt schön, wenn es ein bisschen mehr Parameter mit reingenommen werden in die ganze Untersuchung, damit wir auch Vorhersagen machen können für sehr kurzfristige Sachen wie, ich gehe jetzt joggen, lohnt sich es rauszugehen oder ich habe den Kinderwagen und will auf den Spielplatz, soll ich raus oder nicht oder welchen Weg nehme ich? Das sind Echtzeitdaten, die wir auch gerne haben wollen würden, weil diese Karte von Stuttgart, wenn man da mehrere Tage oder mehrere Stunden hintereinander sich die Karte mal fotografiert oder im Zeitverlauf ablaufen lässt, dann sieht man schon, dass die Giftstoffe wabern über Köln, Deutschland, Bonn. Genau, ich glaube, das war es schon. Ich hatte vorhin eine Frage für dich, vielleicht hat jemand eine Frage für mich, bei dir hat es nicht gereicht, vielleicht ist die Zeit noch da für mich, für eine Frage zu dem Projekt. Yeah.